Kaum einer macht sich vermutlich jedenfalls im Alltag Gedanken darüber. Aber vielleicht haben Sie ja eine Ahnung, wie Industrieabwässer gereinigt werden? Tja, die müssen ja wieder nutzbar gemacht werden. Und dafür sind Unmengen von Chemikalien im Spiel. Was aber, wenn das ganz ohne Chemie ginge? Das wäre ein Knaller. Und das sagten sich auch Tüftler einer Firma für Katalysatoren aus Schkopau. Und die haben ein revolutionäres Verfahren erfunden. Und mein Kollege Frank Nowak, der hat sie besucht. Kalkpartikel im Brauchwasser, vergrößert unter dem Mikroskop. Unbehandelt werden sie wachsen, werden sich an Rohre ablagern, von Waschmaschinen oder Kühlanlagen, werden sie verstopfen und zerstören. Früher wurde dem mit der chemischen Keule begegnet. Bis die Forscher um Jürgen Koppe diese speziell beschichtete Folie entwickelten, die Wasser ohne Chemie reinigt. Wohlgemerkt, dies sind keine Filter, durch die zum Beispiel Industrieabwässer hindurchgepresst werden. Vielmehr fließt zum Beispiel verkalktes Wasser an diesen Platten entlang und wird dank der Beschichtung daran gehindert, Kalkablagerungen überhaupt erst zu bilden. Mit dieser Technologie ersetzen wir die Notwendigkeit, große Mengen Biozid einsetzen zu müssen. Wir vermindern auch die Notwendigkeit, andere Wasserhilfsstoffe zufügen zu müssen, etwa Härtestabilisatoren, Korrosionsinhibitoren. Hier geht der Bedarf bei Einsatz dieser Technologie um 80% herunter. Teilweise geht es auch ohne jede Chemie. Seit einigen Jahren sind diese Katalysatoren bei Großindustrieanlagen im Einsatz. Ein Vorzeigeobjekt? Das Steinkohlekraftwerk in Rostock. Dessen Kühlwasser ist dank der Technologie aus Schkopau nahezu frei von Rückständen. Die chemische Wasserreinigung ist passiert. Der Wartungsaufwand ist gesunken und so wird bares Geld gespart. Und das ist bei weitem nicht der einzige Einsatzort. Etwa in Kraftwerken, Raffinerien, Chemiewerken. Man kann sich das als kleine Einheit vorstellen im Schwimmbadbereich, als ganz kleine Einheit im Privatpoolbereich und als Mini-Einheit und als Zukunftsmusik in ausgewählten Haushaltsgeräten. Womit erklärt wäre, warum eines der Labore mit Kaffeeduft geschwängert ist. Die Forscher arbeiten daran, ihre Katalysatortechnologie zum Beispiel im Kaffeefilterbereich einzusetzen und nicht nur da. Ich denke, wir könnten in jedem Küchengerät arbeiten, beispielsweise auf dem Geschirrspüler, Waschmaschine, wo einfach auch Probleme mit Kalk auftreten. Sowas halt. Für die Technologie der chemiefreien Wasserbehandlung, die auch in Lackierereien namhafter Autohersteller zum Einsatz kommt, gab es vor wenigen Wochen den Umweltpreis im Bundeswettbewerb Land der Ideen. Der hebt nicht nur das Renommee der Schkopauer Katalysatorexperten, er wirkt auch wie ein Türöffner. Wir haben ja also sofort auch Termine bekommen bei wichtigen Institutionen, weil man dort gemerkt hat, mit der Technologie könnte man doch eine ganze Reihe wichtiger Probleme in der heutigen Gesellschaft lösen. Der Folienkatalysator ist mittlerweile weltweit im großtechnischen Einsatz. In Zukunft auch Trinkwasser so zu reinigen, wollen die Schkopauer Forscher als nächstes angehen.